Hallo meine Lieben, heute gibt es ein neues Video und zwar diesen Look hier. Und zwar ist es so ein richtig schöner Herbstlook, wie ich finde. Und den habe ich mit nur einem Produkt geschminkt und zwar mit dieser Palette hier. Und die sieht so von innen aus. Ihr könnt natürlich auch andere Produkte nehmen. Ich fand es jetzt halt ganz praktisch, weil es alles wirklich in einer Palette vereint war. Und ihr findet sonst auch noch alle Produkte, die ich für mein Gesicht benutzt habe, unten in der Infobox. Da findet ihr sowieso immer alles. Hier seht ihr nochmal das Augen-Make-up, das wir heute schminken. Das Gesicht, also die Foundation und so, ist schon alles fertig. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video. Ich beginne damit, dass ich zuerst diese Farbe hier benutze. Und zwar mache ich das mit dem Finger. Und das ist jetzt quasi meine Grundierung. Dann benutze ich so einen Pinsel und nehme diese Farbe hier und trage das in der Lidfalte auf. Dann verblende ich das Ganze ein bisschen mit einem Blenderpinsel. Und jetzt benutze ich diesen bärigen Ton hier und trage ihn am äußeren Augenwinkel auf. Jetzt nehme ich noch diese Farbe, die ist noch ein bisschen kräftiger, und trage die nochmal als Highlight ganz außen und ein bisschen in der Lidfalte auf. Jetzt nehme ich mir so einen Blenderpinsel und verblende das Ganze richtig, richtig ordentlich. Und weil wir nicht wollen, dass es ganz wie eine Augenentzündung aussieht, nehme ich nochmal so einen dunklen Braunton und schaffe noch ein bisschen Kontrast. Und zwar mache ich das, indem ich das hier nochmal hier am äußeren Winkel des beweglichen Lids auftrage. Und dann verblenden wir nochmal alles. Jetzt benutze ich meinen angeschrägten Eyeliner-Pinsel und diesen schwarzen Lidschatten und mache meinen Pinsel so ein bisschen feucht. Ich benutze dafür das MAC Fix Plus. Ihr könnt aber im Notfall auch einfach Wasser nehmen. Und dann habe ich diesen feuchten Pinsel und gehe in die Farbe. Und dann könnt ihr den wie ein Eyeliner benutzen. Jetzt nehme ich so ein Abschminktuch und mache das Ganze hier ein bisschen sauber, also teilweise Sachen, die hier runtergebröckelt sind. Und hier hinten mache ich mal so eine schöne Linie. Auf der anderen Seite auch. Und jetzt definieren wir das Ganze, indem wir hier noch ein bisschen Concealer auftragen. Und natürlich da, wo wir den Concealer weggenommen haben, hier unten, korrigieren wir das alles nochmal so ein bisschen. Ich benutze übrigens diese Concealer-Palette von Catrice. Die habe ich letztens entdeckt und mit der bin ich echt ganz zufrieden. Dann benutze ich nochmal dieses dunkle Rot und gehe da mit meinem angeschrägten Eyeliner-Pinsel rein und trage das hier unten am unteren Wimpernkranz auf. Also unter die Wasserlinie auf jeden Fall. Und mache das Ganze nochmal mit dem schwarzen Lidschatten. Aber jetzt kommt das Ganze eher auf die Wasserlinie. Das verblende ich dann einfach so ein bisschen mit meinem Finger. Und dann tusche ich meine Wimpern. Dafür nehme ich die Catrice Glamour Doll Mascara in Wasserfest und meine Wimpernzange von Evelyn. Jetzt benutze ich ein Blush aus dieser Palette. Und zwar habe ich mich dafür dieses Dunkelrote entschieden, weil ich finde, dass die Farbe sehr, sehr schön zum Herbst passt. Und die sind, glaube ich, relativ gut pigmentiert. Ja, braucht man echt nicht so viel. Falls ihr übrigens mal den Eindruck habt, dass ihr ein bisschen overblushed seid, dann nehmt doch einfach ein bisschen so transparentes Puder, macht das auf euren Puderpinsel und geht damit nochmal drüber. So, das bessert es nun mal immer noch so ein bisschen aus. Jetzt gefällt es mir ganz gut, in der Kamera kommt es nun mal immer so ein bisschen anders rüber, aber
Mir gefällt der Look richtig, richtig gut. Das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Gebt mir doch ein Däumchen hoch oder lasst mir einen Kommentar da. Vielleicht, was eure Lieblingslidschattenpalette ist. Das würde mich mal wirklich sehr, 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 sehr interessieren. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann lasst mir ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!